Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 43 der Reihe über Göttinnen, Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und heute möchte ich einen Rückblick auf diese Season halten und nochmal erinnern, was mir wichtig war, was ich gelernt habe in dieser Season und was mir in Erinnerung bleiben soll, wenn ich auch manche Details vergessen haben werde. Das Schöne ist an der Zeichensetzung, dass ich mir immer eine Aufgabe stelle und dann muss ich diese Aufgabe in irgendeiner Form bewältigen. Das heißt, ich muss lernen, ich muss wieder lesen, ich muss nochmal neu an scheinbar Bekanntes herangehen. Und so ist es mir eben auch in dieser Season gegangen. Ich habe Literatur mir angeguckt, die in den Mittelpunkt viele Götter stellen oder Superheroes, Helden, auch Dämonen und Geister. Und ich habe angefangen in der Antike und bin eben bis in die Gegenwart gegangen. Und mir wichtig war eben noch einmal zu beschreiben, wie diese Welt der vielen Götter in Europa verdrängt wurde durch den platonischen Dualismus, durch die analytische Teilung der Welt in einen metaphysisch-transzendenten Bereich und einen physischen Bereich. Und wie diese neue Denke langsam und gekonnt die polytheistischen Vorstellungen verdrängt hat. Das hat sehr lange gedauert, in Mitteleuropa bis ins hohe Mittelalter hinein. Und die alten Welten sind anderswo erhalten geblieben. In Afrika, in Indien, immer wieder haben wir dann auch Bücher uns angeschaut aus diesen Kulturen, die noch die polytheistischen Welten lebendig gestalten. Das war das, was man auch die MeToo-Bewegung in einer anderen Bedeutung nennt, nämlich Mythology and Epics told over and over, also Mythologien und epische Werke wiedererzählt über und über. Mythology and Epics told over and over. Diese polytheistischen Welten kommen dann auch wieder zur Geltung in Literatur der Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts, im 20. Jahrhundert, im Neupaganismus zum Beispiel. Ich habe einen Autor wie Stephen Grundy vorgestellt, eine Autorin wie Marion Zimmer Bradley und dann eben auch versucht zu zeigen, wie die alten polytheistischen Welten in dieser Moderne einen bestimmten Reiz bekommen. Gerade bei Zimmer Bradley wurde doch deutlich, dass es vor allem auch ein feministischer Aspekt war, was diese alten Religionen so interessant machte, nämlich die Bedeutung der Frau in den polytheistischen Welten. Und andererseits dieser Neupaganismus eines Stephen Grundy, eine Verherrlichung einer kriegerischen Welt, die eben ganz anders gestrickt ist als die postindustrielle Gesellschaft des Abendlandes und der USA. Ich habe versucht zu zeigen, wie die lebendigen Religionen, die wir in den antiken Mythen vorfinden, immer mehr literalisiert wurden, wie sie immer mehr Werke der Dichtung wurden, wie aus Gebeten und Hymnen Gedichte wurden, fiktive Literatur, immer fiktiver, immer mehr auch gedacht zur Unterhaltung von Lesern oder Hörern. Und wie dann die Welt der Götter auch sozusagen schon in der Antike politisiert wird. Denken Sie eben an die Entstehung einer neuen Gattung des Theaters in Athen im Rahmen der attischen Demokratie, wo mythische Inhalte nur dazu dienen,
ein neues Gemeinschaftsgefühl auch auf den Weg zu bringen. Ich finde, deutlich ist geworden, wie die Präsenz der Götter in den antiken Mythen, in den antiken Mythen konnten, die liefen einem normalen Menschen die Götter über den Weg. Man musste aufpassen, dass man sie bemerkte und nicht aus Versehen übersah, wie die Präsenz der Götter immer ferner wurde. Sie wurden immer weniger präsent und zum Teil verlagerten sie sich dann auch in das Innen der Menschen hinein, wurden so etwas deutlich in den Affekten der Person, in der Psyche der Person. Gerade bei dem Gott Dionysos und Euripides habe ich das auch versucht zu zeigen, wo daraus auch so etwas wie eine wilde Triebkraft im Menschen nun neu gedacht wird. Und das hat er sehr gut auf die Bühne gebracht. Interessant fand ich auch, das war mir vorher so nicht klar gewesen, wie ein Moment der polytheistischen Götterwelten, der Gestaltwandel, immer mehr zu festen Identitätsmustern erstarrte. Gut beobachtbar in den Metamorphosen von Ovid, Metamorphosen, die eine Erscheinungswelt erklären, wie sie entstanden ist, nämlich durch den Gestaltwandel. Aber dann hat sie eine feste Identität bekommen, eine feste Kontur, eine feste Gestalt. Und es ist, als würden diese fluiden Persönlichkeiten auf einmal erstarren und zu Individuen einfrieren. Ein anderes Moment fand ich auch sehr interessant, nämlich wie in den wirklich alten Mythen, in den alten, das, was uns überliefert ist, doch immer wieder spürbar wurde, dass Worte nicht nur einfach Worte sind, sondern dass sie Realität setzen. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man spricht, weil Worte setzen Realität in die Welt. Und das war auch noch zu spüren in dem keltischen Rinderraub-Mythos, wo eben doch auch das Wiedererzählen so eines keltischen Mythenkreises in einer christlichen Zeit dadurch dient, die alte Welt wieder zum Leben kommen zu lassen, wiederzuholen. Das, was ein antiker, alter, archaischer Grieche sehr wohl weiß, überleben, gut überleben, tue ich nur im Ruhm und deswegen auch dann den Tod gering achtet. Das ist doch auch deutlich geworden in der Literatur, die wir uns angeschaut haben. Auch glaube ich und hoffe ich deutlich gemacht zu haben, wie aus Göttern, die sehr menschliche Züge hatten, auf einmal göttliche Menschen wurden. Amor und Psyche, das sind eigentlich Zeitgenossen, die jetzt nun in Göttergestalt gekleidet werden. Es sind göttliche Menschen mit sehr, sehr menschlichen Eigenschaften. Aber das ist nicht mehr ein antiker Zeus. Auch der antike Gott Zeus oder Apoll hat natürlich sehr menschliche Züge, weil er eben kein metaphysisch transzendentes Wesen ist, das jenseits aller Menschlichkeit gedacht werden kann. Aber das, was dann daraus wird, das sind wirklich Menschen, die eine göttliche Aura haben. Das sind besonders schöne Menschen, besonders reizvolle Menschen, aber doch Menschen. Amor und Psyche ist dafür ein schönes Beispiel. Und auch noch einmal, als wir uns die sumerische Göttin Inanna angeschaut haben,
versucht dich deutlich zu machen, wie diese ganz alten Göttinnen und Götter Aspekte des Lebens darstellen. Aspekte wie Eifersucht, wie Hass, wie Untreue, wie Fruchtbarkeit, wie Tod. Und dass sie erst in spätere Zeit dann wirklich zu Personen wurden. Dass sie vorher tatsächlich Aspekte des Lebens darstellen, das hat auch der Gräzist Burckhardt für zum Beispiel für die griechischen Götter sehr schön herausgearbeitet, für die Göttin Hera, die die Verkörperung eben der Aspekte Ehe, Mann, Frau ist und wie sie dann quasi in eine menschliche Gestalt sich hinein begeben. Auch das kann man zeigen an der Literatur, die wir uns angeschaut haben. Ich habe dann an einem Beispiel oder eigentlich an zwei Beispielen einmal versucht zu zeigen, wie es zu Übernahmen und ja, Übernahmen polytheistischer religiöser Vorstellungen in anderen religiösen Vorstellungen kommt. Also das war einmal das Beispiel der Eva und der Schlange im Paradies im Alten Testament, das eigentlich zurückgreift auf alte Fruchtbarkeitskulte und Mädcheninitiationen, die dann im Alten Testament eine vollkommen neue Note bekommen. Man kann auch zeigen, wie alte germanische Mythen ja, in der neuen Ritter, im neuen Ritter Epos, in der Rittertugenden des hohen Mittelalters neuen Glanz bekommen. Wie ein weltlicher Stand, der es nun dem Klerus gleichmachen muss, zurückgreift auf mythologische Gestalten, die ihm eine Verherrlichung, eine Verklärung ermöglichen. Diese Artus-Ritterschaft, die Gralsritterschaft und der Rückgriff auf alte vorchristliche Mythen, Gestalten wird im Hochmittelalter ein Stand sakralisierte Gestalt annehmen können, eine christliche Gestalt annehmen können. Und dann bei den Praktiaten, wie Fremdes mit Eigenem angeglichen werden wird, wie man das Eigene mit dem Fremden vergleicht und dann auf einmal in einen Prozess der Annäherung feststellt, wir haben das jetzt ja auch, was die anderen haben, und dabei das Eigene in einer vollkommen neuen Gestalt zeigen, eben zentriert hin auf diese neue Botschaft und ganz unter dem Aspekt des Neuen anverwandelt. Die Anverwandlung von polytheistischen Göttergestalten, Herrengestalten durch die Zeiten unter jeweils zeittypischen Gedanken, das ist eindeutig zu beobachten. Eben auch die Anverwandlung antiker Mythen in der Psychologie des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Der Typ Narziss, Ödipus, ist da zu nennen. Und dann, ganz spannend finde ich, die Auseinandersetzung der frühen Romantiker mit den Naturreligionen, mit den polytheistischen Religionen, die zurückgreifen in einer Zeit, in der sich Gott immer mehr aus der Welt zurückgezogen hat. Die zurückgreift nun auf auch sogenannte heidnische Vorstellungen, die aber den Begriff der Natur, der Heiligkeit der Natur in den Mittelpunkt stellen. Das ist das eine. Und wo auf einmal wieder diskutiert wird, ob Dichter nicht doch so etwas wie auch
Priesterfunktion einnehmen können, wie sie quasi fast Gebete dichten können. Ich finde, das sieht man auch bei Hölderlin sehr schön. Und auf der anderen Seite Dichter, der Dichter als Genie, der nun wie Gott Welt schöpft und auf den Weg bringt. Und wie das eben in eins geht mit der Wiederentdeckung antiker Mythen. Die antiken polytheistischen Welten, die Welten von Göttern, die 2000 Jahre zurückliegen, finden wirklich neuen Zuspruch in den Filmen, in den Comics und in den Romcoms der Netflix-Serien, der Filme, die Superheroes des 20. 21. Jahrhunderts. Das ist dann schon so jemand wie Thor zum Beispiel. Oder das Weltenende Ragnarök, die dann auf einmal in moderner Kleidung auftauchen in Geschichten und in Serien. Interessant finde ich dann auch, wie Gestaltwandelmythen in neuen Diskussionen einen bestimmten Akzent bekommen. Gerade in der sehr modernen Gender-Debatte, in dem Gestaltwandel von Männern in Frauen, Transfrauen oder auch dem Hin und Her von Geschlechtlichkeit. Das ist ein Thema, was moderne Autoren beschäftigt. Loki ist so ein Gott, ein typischer Gott, der den Gestaltwandel durch Gestaltwandel gekennzeichnet ist. Melvin Burgess hat in ihn den Mittelpunkt seiner Erzählung von der germanischen Götterwelt gestellt. Aber auch Indra Das, der nun eben die Verwandlung von Menschen, Männern in Werwölfe aufgreift, um eine moderne Gender-Problematik zu beschreiben. Wie gesagt, außerhalb Europas sind diese alten, für uns alten, vergangenen Welten immer erhalten geblieben. Gerade zum Beispiel auch in Afrika, in Vorstellungen von Geistern, die doch sehr, sehr präsent sind in vielen subsaharischen afrikanischen Regionen. Ein Beispiel war Ben Okri mit The Famished Road, die hungrige Straße. Ein anderes Beispiel eben diese indischen Frauengestalten, die für viele hinduistische Frauen immer noch eine Vorbildfunktion bekommen. Frauen aus den religiösen Mythenkreisen des Hinduismus. Und dann für mich nach wie vor sehr, sehr eindrücklich Südkorea, eine sehr moderne, westlich orientierte Gesellschaft, die aber doch Merkmale noch hat, die sehr nicht abendländisch, europäisch, amerikanisch sind und die eben auch noch alte Mythen und Vorstellungen kennt und lebendig hält. Für mich ein ganz wunderbares Werk ist eben Prinzess Bari, das nun einen alten Mythos ganz modern in die Welt der Flüchtlinge stellt, eine Reise in die Unterwelt auf einer Flucht. Das ist so, was ich für mich so interessant war, als ich mich mit dieser Literatur beschäftigt habe. Und ich persönlich habe daraus viel gewonnen. Es hat mir einen großen Spaß gemacht.
In der allerletzten Sitzung, die nächste Woche kommen wird, für diese Season möchte ich einen Ausblick auf die Season 2023-2024 geben.